Das ist Dennis. Das ist Melanie. Das ist Dominik. Dennis, Melanie und Dominik haben heute ein Vorstellungsgespräch für ihre Lehrstelle. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Also ich würde jetzt gerne der Alec eine Sprachnachricht schicken. Können wir das mal machen? Genau. Hallo Alec, ich weiß, es ist schon spät, aber wenn du Lust hast, können wir noch kurz telefonieren. Ich hätte dir etwas Wichtiges zu sagen. Ja, wir fahren hier doch dann. Ja. Hi Alex. Jo, was ist los? Ich bin schon im Bett. Warum bist du noch wach? Ja, ich hab zu lange auf Netflix immer durchgeschaut. Ich habe mir gedacht, das könnte dir auch gefallen, weil die Serie auch gut mir passt und auch sehr authentisch ist und ja. Oh mein Gott, sag mir sowas spät oder morgen. Es ist schon unspät geschlafen. Ja, sorry, was kann ich dafür, wenn die Serie so toll ist und ich sie dir einfach erzählen möchte. Okay, du hast morgen Wichtiges zu tun. Gute Nacht. Danke, gute Nacht. Ciao. Wahnsinn, es ist schon 2 in der Früh. Nein, ich will nicht spät. Ich dachte, wir hätten noch Zeit. Wir haben keine Zeit. Ich habe diese Hälfte dafür gar nicht. Naja, jetzt wird es natürlich wirklich stressig. Kurz vor dem Gespräch noch schnell eine Rauchung und keinen Zeitpuffer eingebaut. Ob sich das noch ausgeht? Sind Sie Herr Müller? Ja, genau. Ich bin in einem Vorstellungsgespräch hier. Ich bin leider zu spät. Können Sie mir weiterhelfen?
Ja, Herr Müller, wir sind leider nicht auf Rollifnutzerinnen eingestellt. Es gibt bei uns keine Eingangsrampe und auch innerhalb des Hauses sehr viele Stufen. Das tut mir sehr leid. Okay. Wir müssen das Bewerbungsgespräch in diesem Fall leider ausfallen lassen. Sehr schade, aber trotzdem alles Gute für Sie. Danke, auf Wiedersehen. Ja, wo ist der Chef? Einfach da noch hinten. Okay, danke. Also, hallo. Wer sind Sie? Melanie Wurwald. Ich bin wegen der Lehrstelle. Ah, Sie wollen sich bewerben für die Lehrstelle? Ja, ich habe eher angerufen. Super, ja, dann habe ich Sie. Okay, gleich die erste Frage. Kommen Sie immer rein ohne anklopfen? Was sind Sie? Der Dominik Meyer. Warum können Sie nicht grüßen? Also, wenn Sie schon mal da sind, nehmen Sie bitte Platz. Erzählen Sie mal, Frau Huber, warum wollen Sie eigentlich Tischlerin werden? Na so halt. Ist das Ihr Wunschberuf? Haben Sie sich erkundigt, was eine Tischlerin so macht? So, ich habe halt irgendeinen Job. Irgendeinen Job, das ist eine interessante Einstellung. Erzählen Sie mal was von sich. Was soll ich erzählen? Was machen Sie für eine Ausbildung? Was haben Sie für eine Ausbildung? Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Also die Schule absolviere ich in 3 Monaten und ja, mein Zeugnis geht so und ja, sonst mache ich halt nichts. Sonst machen Sie nichts. Frau Huber, dann sage ich mal vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön, bis bald. Und dann kommen Sie halt rein. Dann setzen Sie sich doch hin. Bitte nehmen Sie die Kopfhörer doch ab. Na gut, Sie sind also der Herr Dominik Meyer. Ja? Was kann ich jetzt eigentlich für Sie tun? Was meinen Sie mit eigentlich? Naja, Sie haben sich ja als IT-Applikationsentwickler bei uns beworben, oder nicht? Ja, ich wollte eine Lehre für IT-Applikationsentwickler machen. Haben Sie Bewerbungsunterlagen, oder? Also, ich habe... Okay. Die sind aber nicht vollständig. Nein, es kann sein, dass ich den Rest per E-Mail geschickt habe. Also Sie glauben jetzt ernsthaft, dass ich Zeit habe, mir Ihre Bewerbungsunterlagen rauszusuchen? Sie kommen eine halbe Stunde zu spät, stehen in der Tür, können nicht grüßen. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich habe deine Push-Notifikation bekommen, muss jetzt zurückschreiben. Geht's jetzt? Sind Sie jetzt fertig? Ja, ich habe meine Antwort formuliert richtig. Ich bin jetzt fertig. Also Leute mit Ihrer Einstellung können wir hier wirklich nicht brauchen, ja? Sie sollten sich echt mal überlegen, was Sie wollen. Ja? Alles Gute. Wiedersehen. Es scheint, als bräuchten die 3 Unterstützung für ihre Lehrstellensuche. Dennis, Melanie und Dominik haben noch keine Lehrstelle gefunden, aber jetzt gehen die 3 die Sache anders an. Sie kommen in die WUK-Arbeitsassistenz, lassen sich beraten und bei der Vorbereitung unterstützen. Die WUK-Arbeitsassistenz ist eine spezialisierte Arbeitsassistenz für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 25 Jahren. Junge Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, mit Autismus-Spektrum-Störung
oder Lern- und Mehrfachbehinderung werden individuell von BeraterInnen bei der Lehrstellen- oder Jobsuche unterstützt oder auch, wenn es Probleme an einem schon bestehenden Arbeitsplatz gibt. Eine weitere wichtige Aufgabe der WUK-Arbeitsassistenz ist die Beratung von Betrieben. Das Ziel ist es, Firmen darüber zu informieren, wie es gelingen kann, Menschen mit Behinderung einzustellen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es dafür gibt und wie die Zusammenarbeit für alle Seiten gut gelingen kann. Selbstverständlich bietet die WUK-Arbeitsassistenz auch Betrieben Unterstützung bei Schwierigkeiten in bestehenden Arbeitsverhältnissen an. Hallo. Mein Name ist Dennis Müller, ich habe bei der Chefin Heim einen Termin. Ja. Könntest du das bitte runter? Alles klar, dann bin ich einmal hier. Ja. Jetzt nehme ich den Tisch, die Hände ja. Desinfizieren. Erst einen Moment warten. Ja. Danke. Hallo Dennis, meine persönliche Adresse. Hallo. Freut mich sehr, ja. Toll, dass ihr pünktlich gekommen seid. Dann kommt's nochmal mit. Hallo Melanie, wie geht's dir denn bei deinen Bewerbungen? Nicht so gut, deshalb bin ich ja hier, aber wir schauen uns in deine Bewerbungen an. Okay, danke schön. Sieh schon. Da kann man sicher noch ein bisschen was verbessern. Ja? Das Foto ist schon recht gut. Wo hast du das gemacht? Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps. Ja, vielleicht magst du ja was ändern. Schau mal, hier ist es noch recht weiß am Platz. Da könnte man vielleicht ein schönes Bild in die Mitte rutschen. Und dann kannst du auch hier, da würde ich noch eine E-Mail-Adresse hinschreiben, dass man dich kontaktieren kann. Ja, ich wollte halt bilateralen Druckfehler und mit Word und. Ja, ist ja nicht schlimm, aber deswegen schauen wir uns das auch wieder. Genau, und dann blätter ich mal weiter. Und wir haben ja schon telefonisch vereinbart, dass wir uns duzen wollen, ja. Das finde ich sehr toll, weil ich mag das so lieber. Und ja, jetzt würde ich gerne dich heute bei unserem ersten Gespräch kennenlernen. Ja. Und deswegen würde ich gerne mit der Frage beginnen, wie kann ich dir helfen? Also so ein, zwei Stunden daran arbeiten, dann hast du sicher einen ganz tollen Lebenslauf. Dann schreiben wir noch eine gute Bewerbung. Da kann ich dich unterstützen und dann geht es darum, eine Lehrstelle zu finden und schauen wir, wo es die gibt für dich. Und das Problem war, die war nicht wirklich eingestellt, es gab Stufen, keine Aufzüge, die Tür waren zu schmal, also ich bin überhaupt nicht so weit ins Gebäude allein gekommen. Das war mein Hauptgrund und dann hat der Schöpfer gedacht, dann brauchen sie sich gar nicht mehr vorstellen. Also der war überhaupt nicht so wirklich eingestellt, also deswegen würde ich mich freuen, wenn ich da nicht gekommen könnte. Na, das klingt ja jetzt noch gar nicht so einem tollen Erlebnis. Leider. Da stellt man sich anders vor. Ja, richtig. Man denkt sich, ja toll, ein Bewerbungsgespräch, aber im Endeffekt wird man dann wieder enttäuscht, wenn man vor solchen Hürden steht und man sich denkt, ja, wozu bin ich denn darauf hingekommen? Schau doch, was du da noch hinten hast. Da haben wir das Motivationsschreiben noch. Super, auch wieder. Hier fehlt noch das Datum, das wir dich hinschreiben. Genau, und da kannst du wirklich unterschreiben, mit handschriftlich vielleicht, ja. Das würde ich gut finden, sozusagen. Okay. Ja, genau, schauen wir was. Ah, hier ist es aus. Ja, wunderbar. Machen wir noch die Verbesserungen. Ich gebe es dir wieder zurück, ja, und beim nächsten Mal schaue ich es mir wieder an. Danke sehr. Bitte. Nur für dich nochmal, hier befindet sich das Motivationsschreiben drinnen. Dann den Lebenslauf.
Und ich denke, das sind all deine Zeugnisse. Ich meine, du hast ja schon wirklich viel in deinem Leben erreicht. Und ich hoffe, die sehen das auch bei der Firma und sind genauso überzeugt von dir wie ich. Hoffentlich. Ja. Mir wäre es danach noch wichtig, dass du mich danach anrufst, damit wir das alles gut besprechen können. Und ja, weil ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, wie das laufen wird. Ich auch. Ja. Ich auch. Genau. Hervorragend! Es ist 22 Uhr, die Kleidung ist vorbereitet, die Bewerbungsunterlagen sind parat und alle sind schon im Bett. Sehr gut. Alle haben einen Zeitpuffer eingeplant. Super, die drei sind echt gut vorbereitet. Sie haben sich am Vortag alles hergerichtet, sind heute rechtzeitig aufgestanden und kommen jetzt ausgeschlafen und super pünktlich zum Vorstellungsgespräch. Großartig. Ja, herein. Hallo. Mein Name ist Melanie, ich bin in der Lehrstelle hier. Ja, gut, nehmen Sie bitte Platz. Ihre Arbeitsassistenz hat sich sehr für Sie eingesetzt. Darum haben wir jetzt auch gesagt, wir schauen uns das nochmal an. Wir machen jetzt gemeinsam ein Bewerbungsgespräch und dann schauen wir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall danke für die zweite Chance. Ich freue mich, mich nochmal bewerben zu dürfen als Tischlerin. Gerne. Hallo, ich bin Dominik Meyer. Dominik Meyer. Ja, hallo Herr Meyer. Freue mich, dass Sie es heute so pünktlich geschafft haben. Bitte nehmen Sie Platz. Danke für die zweite Chance. Ich weiß, ich wirke oft anders mal so untypisch und schräg. Es gibt da halt eine Erklärung dafür und einen Grund. Ja, ich habe Ihre Bewerbungsunterlagen genauer gelesen. Hängt das mit Ihrer Beeinträchtigung zusammen? Ja, ich habe Autismus und deswegen ist es halt ziemlich schwer für mich, dass ich kommuniziere. Ich habe aber dafür, bin ich ziemlich gut mit IT-Know-how und habe halt viel Erfahrung. Ja, das ist das letzte Mal aus Ihrer Bewerbung nicht hervorgegangen. Jetzt verstehe ich, warum das letzte Gespräch nicht so gut verlaufen ist. Ich tue mir manchmal schwer mit Augenkontakt und deswegen ist halt, ja. Hallo, sind Sie da, Müller? Ja, das bin ich. Durch die Unterstützung der WUK-Arbeitsassistenz hat Dennis dieses Mal darauf geachtet, sich bei einem barrierefreien Unternehmen zu bewerben. Gut, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auch, dass Sie da sind und wir laden noch nur Kandidatinnen ein, von denen wir überzeugt sind, dass sie die Fähigkeiten mitbringen, die wir brauchen. Was kann ich denn heute für Sie tun? Also ich habe letztens ein Schnurrbachtum gemacht, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Und ich habe eben auch meine Chefin gefragt, ob das für mich etwas wäre und damit die Arbeit auch sehr gut liegt. Genau. Super. Und haben Sie auch Ihre Bewerbungsunterlagen heute mitgebracht? Natürlich. Natürlich. Ich bin das falsch heraus. Sehr guter Start. Bei der WUK-Arbeitsassistenz haben die drei gelernt, dass man sich individuell auf die Bewerbungen vorbereiten muss. Wie geht es nun weiter? Ich sehe schon, die Praktikumsbeurteilung haben Sie mitgebracht. Und Sie haben da auch eine gute Rückmeldung erhalten. Da steht auch drin, dass Sie einen besonderen Ordnungssinn haben. Ja, das stimmt. Und Herr Müller,
Welche Schule besuchen Sie im Moment? Also ich gehe zurzeit in Kalle, in Bahnhofstraße, und aufgrund dessen bemühe mich, ein sehr gutes Abschlusszeugnis zu bekommen. Und auch habe auch während des Praktikums gesehen, dass meine Deutschkenntnisse und meine Mathematikkenntnisse sehr gut sind und würde ich auch dementsprechend auch gerne weitermachen müssen. Das klingt super. Und Ihr Halbjahreszeugnis ist auch bei den Bewerbungsunterlagen dabei? Ja, das finden Sie in den Unterlagen. Schon mal gleich. Ah ja. Ja, gute Noten haben Sie auch, sehe ich. Und mich würde jetzt noch interessieren, warum wir gerade Sie nehmen sollen. Also aufgrund dessen, dass ich eine sehr gute Genauigkeit habe und einen sehr guten Ordnung, denn ich bin immer glücklich und freundlich, egal welches ist, die Zertune gerade etwas von mir, bin ich der optimale Kandidat dafür. Was mir besonders gut gefallen hat an Ihrer Bewerbung, war das Online-Bewerbungsvideo. Haben Sie das ganz alleine gemacht? Nein, ich habe es mit Hilfe der Assistentin gemacht. Das haben wir nämlich ganz gemacht, also im Team quasi. Und also ich hatte auch gleichzeitig ein sehr gutes Arbeitstraining für mich. Für mich wäre es jetzt vorab noch wichtig, Sie bei der Arbeit zu sehen. Und ich möchte Sie deshalb zu einer Schnupperwoche bei uns einladen. Ist das für Sie so in Ordnung? Auf jeden Fall, sehr gerne sogar. Na okay, dann würde ich sagen, wenn es mit der Schule passt, dann kommen Sie einfach am Montag um 8 Uhr früh und dann besprechen wir Ihre Aufgaben in der Schnupperwoche. Dann freue ich mich nächste Woche. Dankeschön für die Möglichkeit. Gerne, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nun gut, warum wollen Sie Tischlerin werden? Also ich habe Holz schon immer sehr gemocht, auch in der Schule, und zeichne natürlich auch sehr gerne. Haben Sie schon Erfahrung gesammelt im Tischlerbereich? Ja, ich konnte ein 5-tägiges Praktikum machen und ich habe hier auch meine Praktikumsbeurteilung dabei. Dankeschön. Ha, da steht auch, dass Sie engagiert dabei waren und dass es Spaß gemacht hat. Ja. Was für eine Schule machen Sie jetzt gerade? Die KMS Beispielgasse. Ich sehe da das Zeugnis. Ja. Sehr gut. Mathematik ist wichtig, auch geometrisch zeichnen. Das werden sicher Sachen sein, die werden es brauchen. Als Tischlerin, wissen Sie was, ich schlage vor, Sie kommen vorbei und machen mal ein Probetraining bei uns. Machen wir gleich Montag, den 20. Ja, das passt perfekt. Ich würde mich sehr freuen. Gut, dann freue ich mich sehr, dass Sie nochmal vorbeigeschaut haben. Dankeschön. Wir sehen uns am Montag. Dankeschön. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiederschauen. Sie haben sich also für die Lehre für IT-Applikationsentwicklung beworben. Was bringen Sie für Fähigkeiten mit? Ich habe sehr viel IT-Know-how und als ich ein Kind war, habe ich halt, also sehr jung, habe ich PC-Teile von meinem PC halt getauscht und halt PCs auseinandergebaut, um halt die Komponenten zu verstehen. Und ich kenne mich sehr gut aus mit C-Sharp und Python und auch anderen Sprachen. Und für mich muss es halt auch sehr wichtig sein, dass Sachen logisch sind. Ja, ich finde es toll, dass Sie sich für einen Weiterbildungs- oder Ausbildungsweg entscheiden, wo Sie so viel mitbringen, also sich selbst viel beigebracht haben und Interesse zeigen für das Berufsbild. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass Sie bei uns ein Praktikum machen können. Wäre das für Sie in Ordnung? Ja, bitte, das wär sehr toll. Ich würde das sehr gerne annehmen. Geschafft! Alle drei haben eine Lehrstelle bekommen. Hier sieht man, was eine gute individuelle Vorbereitung ausmacht.